alle zusammen. Wir machen ja jetzt einen Prasselkuchen oder Gebäckstück oder wie ihr es auch immerhin nennen wollt. Was ich daran gut finde, ist zum einen, dass es super schnell geht und zum anderen, dass man sozusagen ein Gebäck hat, aber das ganz individuell mit den Geschmäckern ausrichten kann, was wir jetzt auch machen werden. Man kann es einheitlich machen, aber auch unterschiedlich. Und zwar, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Streusel. Ich habe jetzt 30 Gramm Butter hier in der Schüssel. Dazu gebe ich 65 Gramm Mehl. Und der Ofen heizt übrigens auch schon vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Zum Vorheizen, weil es ja schnell geht, kann ich den jetzt schon anmachen. Kommt mir schon die Hälfte entgegen. So, dann geben wir ein halbes Eigelben hier mit dazu. Das andere halbe Eigelb brauche ich eh gleich noch. Deswegen habe ich das jetzt einfach ein bisschen verquirlt. So, was brauchen wir noch? Einen halben Teelöffel Backpulver, beziehungsweise eigentlich nur eine Messerspitze. Und Zucker. Wo habe ich den Zucker? Hier habe ich den und davon brauchen wir 25 Gramm. Ja, und das müssen wir jetzt zu Streuseln verarbeiten. So, also ich habe mich jetzt für 3 Platten entschieden, weil ich mir einfach nicht brauche. Und jetzt tue ich einfach nur ein bisschen hier den Rand bepinseln mit dem Eigelb. So, und einmal werde ich das jetzt belegen mit Mohn. Da habe ich jetzt einfach hier ein bisschen gemahlenen Mohn. Da gebe ich ein bisschen Schlagsahne dazu. Und dann geben wir das auf das eine drauf. So, bei dem nächsten nehme ich jetzt zum Beispiel einfach eine Marmelade bzw. ein Gelee. Himbeergelee, Marmelade oder wie auch immer. Und bei meinem dritten gebe ich jetzt einfach etwas geraspelten Apfel drauf. Da gebe ich jetzt einfach noch ein bisschen Zimt dazu oder obendrauf. Dann können auch schon unsere Streusel kommen. Dann geht's ab in den Ofen. So, wie man sehen kann, die Marmelade hat sich hier etwas selbstständig gemacht. Also beziehungsweise ich hatte ja Gelee. Bei Marmelade würde ich dann wirklich eher Marmelade nehmen, die halt nicht so flüssig dann ist. Und jetzt habe ich hier drin, also das war bei mir zwischen 20 und 25 Minuten im Ofen. Und jetzt habe ich hier 40 Milliliter Puderzucker. Da gebe ich jetzt etwas Zitronensaft dazu, aber ich beginne langsam damit. Also ihr könnt auch das mit Wasser machen, weil wir wollen ja eine schöne Glasur, die schön fest ist. Und da braucht man einfach echt nicht viel Flüssigkeit, sonst wird es schnell zu flüssig. Ja, und das geben wir jetzt einfach hier, verteilen wir ein bisschen. Und schon haben wir unser Gebäck. Also gesagt, wurde ja schon alles. Mich reizt jetzt gerade im Moment der Apfel. Den will ich jetzt mal probieren.
Deswegen schnappe ich mir hier die Tasche. Sau lecker. Schmeckt einfach wie Apfeltasche. Schmeckt super, super lecker. Und wie gesagt, was ich halt auch toll dran finde, dass man einfach das Ganze so individuell machen kann. Gerade wenn man zum Beispiel Besuch bekommt und kennt die Geschmacksrichtung nicht so. Und dann kann sich jeder so seinen Geschmack selber nehmen, sozusagen. Super lecker, macht's bitte unbedingt nach. Lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!